أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nachdem wir nun in den letzten beiden Lektionen über die Gebetszeit gesprochen haben und nun in Erfahrung gebracht haben, wie die Gebetszeit zu ermitteln ist, wann welches Gebet verrichtet werden soll, so möchten wir uns nun heute einer weiteren Bedingung zuwenden, nämlich die Kenntnis der Gebetsrichtung. Der Muslim und der Betende ist verpflichtet, wenn er beten möchte, die Gebetsrichtung zu kennen und sich in diese Richtung hinzustellen und seine Gebet in Richtung der heiligen Kaaba zu verrichten. Aber die Kaaba war nicht immer die Gebetsrichtung der Muslime. Damals war diese Richtung nach Jerusalem. Als der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi einst betete, offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala ihm folgenden Vers, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Wir sehen, dass du dein Gesicht zum Himmel hin und her richtest, so werden wir dir eine Gebetsrichtung festlegen, mit der du zufrieden sein wirst. Wende also dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. Und wo immer ihr seid, wendet euer Gesicht in ihre Richtung. Und da der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sich mitten im Gemeinschaftsgebet befand, stand er auf und ging ans andere Ende der Moschee und betete in die neue Richtung, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm da durch diesen Vers offenbart hat, nämlich die Qibla, die neue Qibla, also in Richtung der Kaaba. Und diese Moschee, wo dieses Ereignis stattfand, wird Masjidul Qiblatain genannt, also die Moschee der zwei Gebetsrichtungen. Und dieses Ereignis fand im zweiten Jahr nach der Hijra statt, nach manchen Überlieferungen am 18. Muharram, nach anderen Überlieferungen am 15. Rajab. Aber die Qibla spielt nicht nur für den Betenden eine Rolle, beziehungsweise die Kenntnis der Qibla ist nicht nur für den Betenden notwendig. Beispielsweise, wenn man ein Tier schlachten möchte, damit das Fleisch des Tieres halal ist, erlaubt ist zum Verzehren, benötigt man die Kenntnis der Qibla. Denn nur wenn das Tier in Richtung der Qibla geschlachtet wird, ist das Fleisch dieses Tieres essbar. Oder aber beim Grab der Muslime, die Muslime zu begraben, wenn sie sterben. Auch hier ist die Kenntnis der Qibla notwendig beispielsweise. Oder bei anderen Aspekten, die wir hier nicht nennen wollen, viele weitere Aspekte, wo die Qibla beispielsweise notwendig ist. Und die Gebetsrichtung bezeichnet nicht das Gebäude an sich, sondern die Richtung. Das heißt, den Ort, wo die Kaaba sich befindet. Das heißt, la samahallah, falls die Kaaba mal zerstört werden würde, würde das etwa bedeuten, dass wir nicht mehr beten brauchen? Nein, wir würden immer noch beten und uns der Richtung zuwenden, wo die Kaaba ist. Das heißt, die Gebetsrichtung, die Qibla, ist in erster Linie der Ort, wo sich die Kaaba befindet. Und der Gläubige ist verpflichtet, Anstrengungen auf sich zu nehmen, um diese Qibla, diese Gebetsrichtung zu ermitteln. Und hierfür gibt es verschiedene Wege. Es gibt verschiedene Wege, wie man die Qibla ermitteln kann. Beispielsweise das Fragen einer zuverlässigen Person. Wenn wir eine Person kennen, die zuverlässig ist, und wir fragen diese Person, in welche Richtung ist die Qibla, in welche Richtung ist die Gebetsrichtung, und er sagt uns beispielsweise in diese Richtung, dann ist es für mich erlaubt, auf ihn zu hören und in diese Richtung zu beten. Oder aber die Moscheen der Muslime. Wir gehen beispielsweise in eine Moschee rein und sehen, dass die Anordnungen bereits in eine bestimmte Richtung ist. Auch das ist für mich bereits ausreichend, in diese Richtung zu beten, und damit ist es quasi erlaubt, dass ich annehme, dass dies die Richtung der Qibla ist.
Oder aber verschiedene Möglichkeiten. Die Gelehrten sagen, alle Möglichkeiten und alle Mittel, die dazu führen, dass ich zur Gewissheit komme, dass dies die Richtung der Qibla ist, sind erlaubt zu benutzen, beispielsweise einen Kompass zu benutzen, beispielsweise heutzutage verschiedene Apps auf dem Smartphone, die anzeigen, wo die Qibla ist. Auf diese kann man sich verlassen, wenn sie vertrauenswürdig sind, und somit kann man dann in diese Richtung beten ohne Probleme. Was ist aber, wenn man sich Mühe gegeben hat, wenn man sich angestrengt hat, die Qibla herauszufinden, aber man hat keine Gewissheit, man hat nur eine bestimmte Vermutung und man kann nicht weiter forschen, wo die Qibla ist, wo die Gebetsrichtung ist? Was ist, wenn ich also nur eine Vermutung habe, dass die Qibla in diese Richtung ist? Hier sagen die Gelehrte, es ist möglich, dieser Vermutung zu folgen und in diese Richtung zu beten, vorausgesetzt, man hat sich angestrengt und man hat die größtmöglichste Mühe aufgewendet, um die Qibla zu ermitteln, aber man kommt quasi nicht weiter und hat nur eine Vermutung, dass die Qibla in diese Richtung ist, dann darf man auch in diese Richtung beten. Was ist aber, wenn der Mensch nun forscht und forscht und forscht, aber er kommt zu keinem Ergebnis? Beispielsweise, er hat sich verlaufen, es ist nachts, er ist im Wald, der Himmel ist bedeckt, man sieht keine Sterne, man sieht keinen Mond, man sieht nichts. Und er will nun beten, das Abend- und Nachtgebet. Und er kann nicht herausfinden, in welcher Richtung die Qibla ist. Was macht er in solch einem Fall? Hier sagen die Gelehrte, wenn er nicht die Möglichkeit hat, die Qibla zu ermitteln und es keine Wege dafür gibt, dann sagen die Gelehrte, beziehungsweise eine Mehrheit der Gelehrte sagt, dass er dann in alle vier Richtungen beten soll. Dass er dann quasi in alle vier Richtungen beten soll und somit seine Pflicht dadurch erfüllt. Andere Gelehrte sagen, es würde ausreichen, wenn er in irgendeine beliebige Richtung beten würde. Das wäre kein Problem. Also hier muss man schauen, was der jeweilige Marja' al-Taqlid in dem Fall sagt. Wenn man nicht weiß, wo die Qibla ist, wenn man keine Möglichkeiten hat, die Qibla zu ermitteln, was man in dem Fall machen soll, soll man in alle vier Richtungen beten oder soll man in eine beliebige Richtung beten? Hier soll man schauen, was der jeweilige Marja' al-Taqlid in dem Fall sagt. Nun kennt eine Person die Gebetsrichtung. Sie hat große Mühen auf sich genommen und hat die religiösen Wege beachtet und fängt nun mit dem Gebet an. Und während dem Gebet stellt er fest, dass die Gebetsrichtung falsch ist. Was macht er in solch einem Fall? Hier unterscheidet man zwei Fälle. Zum einen, wenn die Gebetsrichtung, wenn die Abweichung größer gleich 90 Grad ist oder wenn die Abweichung kleiner als 90 Grad ist. Das heißt, wenn ich beispielsweise bete und jemand kommt und sagt mir, dass das Gebet beispielsweise um 30 Grad nach links oder rechts ist, dann kann ich während dem Gebet meine Gebetsrichtung ändern. Das heißt, während ich bete, drehe ich mich zur neuen Richtung und bete normal weiter. Ich brauche das Gebet nicht abzubrechen, wenn die Abweichung geringer als 90 Grad ist. Wenn ich aber nun das Gebet beendet habe und nun kommt jemand zu mir und sagt mir, dass die Gebetsrichtung um ca. 40 oder 50 Grad abweicht, muss ich das Gebet wiederholen? Nein. Wieso? Weil die Abweichung geringer als 90 Grad war. Das heißt, wenn die Abweichung geringer als 90 Grad ist, wenn ich gerade im Gebet bin, dann drehe ich mich zur neuen Richtung. Wenn ich das Gebet bereits beendet habe, so muss ich es nicht wiederholen. Anders ist es jedoch, wenn die Abweichung größer oder gleich 90 Grad ist. Wenn ich dies nach dem Gebet feststelle, wenn ich beispielsweise in eine komplett falsche Richtung gebetet habe, und nach dem Gebet kommt jemand zu mir und sagt mir, die Gebetsrichtung ist genau in der entgegengesetzten Richtung, nicht so wie du gebetet hast. Dann muss ich das Gebet wiederholen, wenn die Zeit des Gebets noch da ist. Das heißt, wenn ich beispielsweise das Mittagsgebet in die falsche Richtung gebetet habe und nachdem ich fertig bin, kommt jemand zu mir und sagt mir, dass ich es falsch gebetet habe, in die komplett andere Richtung. Solange die Zeit des Mittagsgebets noch da ist, muss ich das Gebet wiederholen. Wenn aber die Zeit des Gebets dann weg ist, wenn sie schon verstrichen ist, dann muss ich das Gebet nicht wiederholen, obwohl es dennoch eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme wäre, das Gebet dennoch zu wiederholen. Das heißt, wenn die Abweichung größer als 90 Grad ist und die Gebetszeit ist noch
da, ist noch nicht verstrichen, dann muss ich das Gebet wiederholen. Ist die Gebetszeit aber verstrichen, muss ich das Gebet nicht wiederholen, aber es wäre eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme, das Gebet zu wiederholen. Und dies bestätigt uns auch As-Sayyid Sistani, hafidhahullah, in seinem Werk Al-Fiqh Al-Muyassar auf Seite 68. Er sagt, إِذَا ثَبَتَ لَهُ بِوَجْهٍ شَرْعِي أَنَّ الْقِبْلَ فِي جِهَةٍ فَصَلَّى إِلَيْهَا ثُمَّ انْكَشَفَ لَهُ الْخِلَافِ فَإِنْ كَانَ إِنْحِرَافُهُ عَنْهَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْيَمِينَ أَوْ الْيَسَارِ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْإِنْكِشَافِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ. Das heißt, wenn er während dem Gebet herausfindet, dass die Gebetsrichtung abweicht von dem, was er betet, aber nicht um 90 Grad, beziehungsweise nicht komplett rechts oder komplett links, so dreht er sich während dem Gebet in die neue Richtung und betet weiter, wie wir erläutert haben. وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةِ. Und wenn er das Gebet beendet hat und danach erfahren hat, dass die Abweichung geringfügig war, also kleiner als 90 Grad, ist er nicht verpflichtet, das Gebet zu wiederholen. وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ الْإِنْحِرَافِ حَدَّ الْيَمِينَ أَوْ الْيَسَارِ أَوْ كَانَتْ صَلَاتُهُ إِلَى دُبْرُ الْقِبْلَ فَإِنْ كَانَ الْإِنْكِشَافِ قَبْلَ مَضِيِّ الْوَقْتِ أَعَادَهَا وَلَا يَجِبْ الْقَضَاءِ إِذَا انْكَشَفَ الْحَالِ بَعْدَ مَضِيِّ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ أَحْوَطْ إِسْتِحْبَابًا. Das heißt, wenn er nach dem Gebet herausfindet, dass er beispielsweise mehr als 90 Grad oder gleich 90 Grad gebetet hat, dass die Abweichung zur Qibla um 90 Grad oder größer war, so muss er das Gebet wiederholen, wenn die Zeit des Gebets noch da ist. Wenn sie verstrichen ist, ist er nicht verpflichtet, obwohl es eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme ist, wie Sayyid Sistani, hafidhahullah, in diesem Fall sagt. Aber an dieser Stelle möchten wir nochmals betonen, dass der Gläubige große Anstrengungen auf sich nehmen muss, um die Gebetsrichtung zu ermitteln. Das heißt, wenn er beispielsweise in einem Raum ist und er kennt nicht die Gebetsrichtung, dann kann er nicht davon ausgehen und sagen, ich bete jetzt in alle vier Richtungen und damit hat es sich. Nein, er kann beispielsweise jemanden fragen, er kann beispielsweise, wenn er im Flugzeug ist, kann er den Piloten fragen oder die Helfer im Flugzeug fragen. Wenn er beispielsweise irgendwo unterwegs ist, kann er die Leute fragen, in welcher Richtung befindet sich die Mekka, in welcher Richtung befindet sich die Kaaba. Also er sollte versuchen, Anstrengungen auf sich zu nehmen. Er sollte fragen, er sollte Bemühungen zeigen, um die Qibla herauszufinden. Das heißt, man darf in diesem Fall nicht leichtfertig damit umgehen und sagen, okay, ich kenne die Qibla nicht, also bete ich jetzt in irgendeine Richtung. Nein, man muss versuchen, größtmögliche Anstrengungen auf sich zu nehmen. Und wenn man dann zu keiner Gewissheit kommt oder nur eine Vermutung hat, so ist es so, wie wir gesagt haben, er kann der Vermutung folgen oder aber er schaut, was sein Marja' al-Taqlid in diesem Fall sagt. Entweder betet er in alle vier Richtungen oder er betet in irgendeine beliebige Richtung und damit hätte er seine Pflicht damit erfüllt. Also, eines der weiteren Bedingungen, was wir nun heute geklärt haben bezüglich dem Gebet, ist die Gebetsrichtung. Also, das ist ebenfalls eines der Bedingungen und Voraussetzungen des Betenden, was er kennen muss, damit das Gebet gültig ist und damit das Gebet korrekt verrichtet werden kann. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين